Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es geht heute um ein heikles Thema. Es geht heute um das Thema Hohenzollern, Entschädigungsforderungen, Die Linke. Die Linke 1, Hohenzollern 0 heißt dieser Web-Talk. Der hat auch einen bestimmten Grund. Es geht nämlich, der Julian hat es ja gesagt, wir sind höflich, sehr, sehr höflich, um seine königliche Hoheit. Es geht um Prinz Georg Friedrich von Preußen, der Ururenkel des letzten deutschen Kaisers ist. Und er macht Entschädigungsansprüche geltend. Ich sage nur, guck, guck, einmal darf ich das. Und danach geht's los. Mit unserer Ernsthaftigkeit. Ernsthaft heißt, wir wurden in den letzten Jahren ganz ernsthaft als Linke von den Anwälten der Hohenzollern juristisch angegangen. Ich würde mal sagen, dass sie uns nicht mögen, glaube ich. Und das liegt vielleicht daran, dass die Traditionslinie der Hohenzollern eben eine andere ist als die der Linken. Wir Sozialistinnen und Sozialisten, die wir sind bei uns in der Linken, wir kämpfen für Freiheit, soziale Gerechtigkeit, für Frauenrechte und gegen Krieg. Friedrich Wilhelm IV. Wiederum, auch einer aus dieser Linie, ließ die bürgerliche Revolution 1848-49 niederschlagen. Wilhelm II. Forcierte den Kolonialismus und vom Ersten Weltkrieg wollen wir jetzt mal gar nicht so direkt sprechen. Ihr wisst ja aber auch, was da los war. Und zumindest die Historikerinnen und Historiker sind sich heutzutage relativ einig, dass der 1945 von der sowjetischen Besatzungsmacht enteignete Kronprinz Wilhelm von Preußen dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet hätte. Kurz gesagt, die Hohenzollern standen auf der einen und wir auf der anderen Seite der Barrikade, auch juristisch, aber nicht nur juristisch. Über diese Auseinandersetzung will ich heute mit Anja Meyer sprechen. Es geht um Entschädigungsforderungen der Hohenzollern. Anja Meyer ist Landesvorsitzende der Linken in Brandenburg. Seit 2014 verhandelt ja die Bundesregierung Berlin und das Land Brandenburg mit den Nachfahren der Hohenzollern um Entschädigungen. Anja, ihr habt nunmehr eine Volksinitiative gestartet. Diese heißt Keine Geschenke den Hohenzollern. Und sie war, wie ich gehört habe, auch erfolgreich. Erzähl mal darüber, was war der Ausgangspunkt der Volksinitiative und worum ging es da? Na, hallo in die Runde. Der Ausgangspunkt der Volksinitiative war für uns der 24.07.2019. Warum dieses Datum? Das war nach unserer Kenntnis die letzte Verhandlungsrunde zwischen dem Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg auf der einen Seite und den Vertretern des Hauses Hohenzollern auf der anderen Seite. Und im Zuge dessen gab es relativ viel mediale Berichterstattung und auch eine öffentliche Diskussion. Und davon ausgehend haben wir dann am 8.08.2019 unsere Volksinitiative Keine Geschenke den Hohenzollern gestartet. Das Thema Hohenzollern und deren Rückgabe- und Entschädigungsansprüche beschäftigt aber nicht nur uns als Linke, sondern auch Historikerinnen und Historikern, Juristinnen und Juristen, die Medien und die Öffentlichkeit seit einiger Zeit, spätestens aber seit dem Sommer 2019 intensiv. Erhoben und in der Öffentlichkeit vertreten werden diese Ansprüche, du hast schon erwähnt, durch Georg Friedrich Prinz von Preußen, dem Ururenkel des letzten deutschen Kaisers. Aber wir als Linke halten es grundsätzlich für falsch, dass die Verhandlungen mit dem Hause Hohenzollern hinter verschlossenen Türen stattfinden. Es geht um den Umgang mit Kulturgütern, Kunstgegenständen, Immobilien von erheblicher kultureller und historischer Bedeutung und, das hast du auch schon erwähnt, um Entschädigungszahlungen der öffentlichen Hand. Öffentliche Hand ist das Stichwort. Die Öffentlichkeit hat aus unserer Sicht einen Anspruch darauf, dass diese Verhandlungen transparent stattfinden. Sie hat einen Anspruch darauf zu erfahren, wie die staatlichen Verhandlungspartner agieren und auf welcher rechtlichen Grundlage. Und insbesondere bei den Entschädigungszahlungen ist relevant, inwieweit das Haus Hohenzollern dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet hat. Da sind sich mittlerweile viele Historikerinnen und Historiker einig und wir sind der Meinung, dass das letztendlich ein Gericht entscheiden muss. Gegenstand der Verhandlungen, die ich eben erwähnt habe, am 24.07.2019, sind nach den öffentlich zugänglichen Informationen sehr unterschiedliche Forderungskomplexe und Anspruchsgrundlagen. Ich versuche es mal kurz zu skizzieren und dann bin ich auch schon fertig mit der Einleitung. Zum einen geht es um Kunstgegenstände und weitere Objekte im Zusammenhang mit einem Vertrag, den die Mitglieder des ehemaligen Königshauses 1926 mit Preußen geschlossen haben. Und da sollte es um die Trennung zwischen Privat- und Staatsvermögen nach der Abdankung des letzten Kaisers Wilhelm II. Gehen.
Weiterhin geht es um Immobilien, die nach 1945 in der sowjetischen Besatzungszone enteignet wurden und für die das Lastenausgleichsgesetz die Möglichkeit von Entschädigungszahlungen gewährt und um das Inventar. Und drittens geht es um Leihgaben, die dem Haus Hohenzollern eigentumsrechtlich zugeordnet sind. Das ist jetzt aber der Punkt, sich aber in öffentlichen Museen befinden. Und auch hier gibt es bei den einzelnen Objekten unterschiedliche Auffassungen der Experten zu den Eigentumsansprüchen. Ja, also nochmal viele Grüße an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer bis aus Istanbul. Der Murat, hallo Murat, du bist auch dabei. Sie sehen hier zu. Und es gibt auch schon die Frage, was habt ihr denn keine anderen Probleme? Das klären wir gleich. Es geht nämlich, glaube ich, um ziemlich viel Schotter. Und im Übrigen glaube ich das, und das einmal darf ich noch, oder Anja? Also die Anwälte schauen bestimmt auch zu von Hohenzollern. Hello, hello, hello. So, und jetzt gehen wir mal weiter. Was heißt denn das jetzt konkret? Was habt ihr denn jetzt erreicht mit dieser Volksinitiative? Ich meine, außer dass es um Schotter geht, was passiert jetzt? Also der Landeswahlleiter hat am Montag bestätigt, dass wir das erforderliche Quorum von 20.000 gültigen Unterschriften erreicht haben. Darüber freuen wir uns total. Jetzt geht es dann in die nächste Runde. Wir haben nächste Woche eine Anhörung im Landtag, im Ausschuss für Kultur, Wissenschaft und Forschung, wo wir nochmal unsere Forderungen darlegen können. Wir freuen uns, dass wir dieses Quorum erreicht haben. Ganz einfach war es nicht. Aber es ist uns noch was Zweites gelungen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, nämlich gemeinsam mit vielen, vielen anderen ist uns gelungen, dass das Thema wieder vermehrt in der Öffentlichkeit auch diskutiert wird und sich auch Menschen ein Bild von dieser doch sehr, man hat es vielleicht in der Einleitung gemerkt, komplexen Thematik machen können. Und auch das ist im Übrigen ein Erfolg. Und das ist auch mobilisierungsfähig gewesen, weil wenn jetzt hier Leute sagen, das interessiert doch niemanden, aber es geht da schon um ordentlich Vermögen, oder? Was sagen eigentlich die Leute bei euch an den Infoständen, wenn sie unterschrieben haben? Warum ist das für die ein wichtiges mobilisierungsfähiges Thema? Also gerade die Frage der Zugänglichkeit von Kulturgütern, das hat die Menschen schon sehr bewegt. Gerade in der Anfangsphase sind Leute an unseren Infostand gekommen und haben signalisiert, dass sie überhaupt nicht der Meinung sind, dass Knete aus der, wie du sagst, aus der Staatskasse für Entschädigungsleistungen gezahlt werden sollte. Und das Zweite war die freie Zugänglichkeit von Kulturgütern. Das bewegt Menschen schon, also ins Museum gehen zu können, sich Sachen anschauen zu können. Dann kam Corona, es ging uns wie so vielen. Die Unterschriftensammlung ruhte etwas. Wir konnten ja nicht einfach Infostände abhalten oder an Türen klingeln. Das gab aber dann nochmal erheblichen Schwung an Leuten, die zu uns gekommen sind und gesagt haben, wir sind jetzt darauf aufmerksam geworden, dass es so eine Vielzahl an juristischen Auseinandersetzungen gibt. Und da gab es ja auch öffentliche Berichterstattung drüber. Und da haben ganz viele gesagt, das geht gar nicht, das Maß ist jetzt voll, ich möchte unterschreiben. Normalerweise hätte ich nicht unterschrieben, aber gegen Historikerinnen und Historiker juristisch vorzugehen, gegen Leute von der Presse juristisch vorzugehen, das reicht. Und das möchte ich gern an der Stelle auch noch erwähnen. Es gibt eine Infratest-DIMAP-Umfrage, also ein Meinungsforschungsinstitut aus dem Februar 2020. Die haben gefragt, inwieweit der Bund und die betroffenen Länder auf die Forderungen des Hauses Hohenzollern eingehen sollen. Und jetzt frage ich dich mal, wie ist dein Tipp, wie das ausgegangen ist? Nein, ich sag's, 53% der Befragten waren dagegen. Also auf unserer Seite 33% haben gesagt, ja, sie sind so teilweise dafür und nur 6% waren komplett dafür. Und das waren die einzigen drei Kategorien, die da abgefragt worden sind. Also wir stehen mit unserer Forderung wirklich nicht allein auf weiter Flur und haben das jetzt mal gemacht, weil wir das irgendwie so lustig fanden, uns permanent in juristische Auseinandersetzungen zu begeben. Also es geht um Vermögen, es geht um Volksvermögen, es geht um darum, wie mit diesen Entschädigungsforderungen umzugehen ist. Und auch darum, ob diese Familie dem Nationalsozialismus erheblich Vorschub geleistet hat. Spannende Frage. Das wird die Gerichte beschäftigen. Wie schon erwähnt, hat ja auch nicht nur die Linke viel Post vom Anwalt bekommen, sondern auch du persönlich warst davon betroffen. Wie hast du denn diese juristischen Mittel, die ja auch gegen dich persönlich als Landesvorsitzende laufen, wie hast du das denn wahrgenommen?
Also du hast es schon gesagt, aber es ist mir wirklich wichtig, das nochmal zu betonen. Das war nicht nur die Linke oder ich davon betroffen, sondern auch viele Historikerinnen und Historiker, Journalistinnen und Journalisten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Medienorgane. Das Haus Hohenzollern ist, glaube ich, das ist für jeden erkennbar, auf seine Darstellung in der Öffentlichkeit sehr, sehr bedacht. Und es mag auch grundsätzlich legitim sein. Das konkrete Vorgehen aber, insbesondere im presserechtlichen Bereich, das bezeichnen Juristinnen und Juristen mittlerweile als einzigartig und das sorgt meiner Meinung nach für eine erhebliche Verunsicherung. Nun ist jetzt der Landesverband Brandenburg als Initiatorin der Volksinitiative da vielleicht auch ein bisschen mehr im Zentrum der Auseinandersetzung. Wir haben bis zum heutigen Tag, wurden wir oder einzelne Mitglieder unserer Partei in mehr als 20 Fällen gerichtlich und außergerichtlich in Anspruch genommen. Und dabei geht es manchmal wirklich um Kleinigkeiten. Meine Lieblingsauseinandersetzung ist die Frage der korrekten Namensnennung. Deswegen werde ich nicht sozusagen solche Formulierungen wählen, wie du gewählt hast mit Ihre königliche Hoheit, sondern für mich ist der korrekte Name Herr Georg Friedrich Prinz von Preußen. Das werde ich auch weiterhin so sagen. Aber diese Vielzahl an Auseinandersetzungen kann schon allein deswegen nicht hingenommen werden, weil die tatsächlichen Inhalte dieser Verhandlungen, die ja stattgefunden haben, und auch der Schriftwechsel der Öffentlichkeit bis heute überhaupt nicht im Wortlaut bekannt sind. Das heißt, wir wissen immer auch nicht so genau, worum wir an der einen oder anderen Stelle reden. Und ich fühle mich manchmal persönlich so, als würde ich schon juristisch belangt werden, wenn ich nur an der falschen Stelle in der Äußerung Luft hole. Aber wir sind da wirklich in einer anderen Situation oder ich bin da auch in einer anderen Situation. Wir haben eine ganze Partei im Rücken, die auch die Kosten für die juristischen Auseinandersetzungen trägt, die uns unterstützt und die sich da auch nicht aus der Fassung bringen lässt bei der einen oder anderen Äußerung. Und wir haben den weltbesten Anwalt, Jasper Grigge, falls er zuschaut, viele Grüße, der ja neulich sogar eine Verfassungsbeschwerde vom Bundesverfassungsgericht gewonnen hat. Aber, und das möchte ich wirklich an der Stelle nochmal betonen oder als Frage stellen, wie mag das für jemanden sein, der als freier Journalist oder Historiker für sich da an der Stelle alleine kämpfen muss? Und ich glaube, die Frage kann sich jede und jeder selber beantworten. Neulich ist auf einer Veranstaltung von der Schere im Kopf gesprochen worden, die da entsteht. Wenn man sich permanent fragt, darf ich das jetzt sagen oder gibt es dann gleich wieder Post vom Anwalt mit der nächsten Unterlassungsforderung? Und das beeinflusst meiner Meinung nach schon die Diskussion und vor allem deren Freiheit. Und das macht mir Sorgen. Ja, das ist ja auch im Vorfeld dieses Talks deutlich geworden. Also die Tatsache, ob ich diesen Prinz als seine königliche Hoheit bezeichnen kann oder nicht, ist schon Gegenstand von Auseinandersetzung. Und ging es denn dabei auch um Einschüchterung? Also ich empfinde das so. Und ich sage das in der Deutlichkeit, obwohl wahrscheinlich jetzt gerade an der nächsten Unterlassungsforderung getippt wird und morgen dann spätestens das Fax in der Landesgeschäftsstelle losgeht. Und ich bin übrigens gespannt, wann euer Fax in der Bundesgeschäftsstelle losgeht, Jörg, wenn du so weitermachst. Sind wir alle gespannt. Wir schauen dann also mal demnächst alle in unsere Faxgeräte. Wiederum ist es so, dass ich sagen kann, dass unsere Partei, die Linke, solidarisch hinter diesem Anliegen steht, auch die Volksinitiative unterstützt, auch euch als Landesverband Brandenburg da sehr unterstützt hat und auch weiter unterstützen wird aus Rheinland-Pfalz. Etwa gab es Rückmeldungen positiver Art aus anderen Landesverbänden ohnehin. Viele Genossinnen und Genossen haben sich gefragt, ob das denn tatsächlich so mit rechten Dingen zugeht, was diese Familie fordert. Nun geht es ja bei dieser Frage um Entschädigung. Eine Entschädigung steht ja nach dem Ausgleichslastengesetz von 1994, du hast es schon gesagt, nur dem zu, der dem nationalsozialistischen Regime keinen Vorschub geleistet hat. Also der Hintergrund ist ja leicht erkennbar. Die Enteignung soll
korrekt sein, wenn es tatsächlich um Personen handelt, die diese Vorschubleistung, diesen Vorschubleistungen vorzuwerfen ist. Nun gibt es neue Bücher, neue Forschung und so weiter. Die Reaktion der Hohenzollern auf diese Entwicklungen ist, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Medien und so weiter, auch die bekommen Post von den Hohenzollern-Anwälten. Wie erklärst du dir eigentlich diese Brachialität der Reaktion? Ganz ehrlich, ich glaube, dafür bin ich nicht zuständig. Also natürlich macht man sich, gerade wenn man in so einer Auseinandersetzung ist, viele Gedanken darüber, was denn so die Motive sein könnten oder vielleicht auch naheliegende Motive sind. Aber letzten Endes bleibt es Spekulation. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich finde, dass das Haus Hohenzollern mit sich selber ausmachen muss und auch mit sich für sich selber bewerten muss, wie sie gerade in der Öffentlichkeit dastehen und wie sie gerade mit Menschen, die ihre Meinung sagen, umgehen. Das müssen sie sich selber beantworten. Dafür, also ich mache nicht die Öffentlichkeitsarbeit oder die Öffentlichkeitsberatung für das Haus Hohenzollern. Die Linke 1, Hohenzollern 0. Das ist der derzeitige Stand. Und jetzt kommt es darauf an, was weiter geforscht wird, was auch die Historikerinnen und Historiker zu dieser Sache sagen. Am Ende natürlich auch, was die Gerichte dazu sagen. Der Historikerverband hat ja schon das Vorgehen der Hohenzollern-Nachfahren heftig und mehrfach kritisiert. Vermutlich sind die Historikerinnen und Historiker nun mal auch noch ein bisschen angespornt, hierbei zu forschen. Kann denn eigentlich diese Klagewelle nicht auch mal tüchtig nach hinten losgehen? Was meinst du? Also ich finde, sie ist es ja schon. Also wenn man sich die öffentliche Wahrnehmung anschaut, dann hat die sich verändert. Es gibt nur noch wenige, die das Vorgehen des Hauses Hohenzollern, insbesondere das juristische Vorgehen des Hauses Hohenzollern, öffentlich verteidigen. Und das ist jetzt auch für uns in Brandenburg wieder relevant. Auch die Landesregierung Brandenburg, da herrscht zumindest Uneinigkeit darüber, wie man weiter vorgehen möchte. Also sozusagen, wir haben auf der einen Seite die Finanzministerin Katrin Lange, SPD, die da durchaus ein bisschen entspannter, sage ich jetzt mal, mit umgeht. Und wir haben auf der anderen Seite Manja Schüle, die Wissenschafts-, Kultur- und Forschungsministerin des Landes Brandenburg, in Klammern auch SPD, die da schon eine abgehobene Position, insbesondere wenn es darum geht, dass eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler juristisch so angegangen werden, da durchaus eine andere Position hat. Und deswegen bleibt es spannend bei uns in Brandenburg, aber auch das Land Berlin und der Bund haben deutlich gemacht, dass sie aktuell keine Grundlagen für Verhandlungen sehen. Der Hintergrund war, dass es ein Schreiben von dem Verhandlungsführer der Hohenzollern, Herrn Aritz, gab, wo er damit gedroht hat, dass das Haus Hohenzollern die von mir schon angesprochenen Kulturgüter, die in Museen sind, abziehen wird. Und das hat nochmal so eins obendrauf gesetzt. Und das zeigt auch sozusagen aus meiner Sicht die Nervosität, die da gerade herrscht, weil man ja doch sehr an dieser Gesamteinigung interessiert wird. Das heißt, man macht so ein Paket, one click feel good, so, und findet da sozusagen einen Ausgleich. Und dann wird halt vielleicht nicht juristisch entschieden, ob das Haus Hohenzollern erheblichen Vorschub geleistet hat oder nur Vorschub geleistet hat oder gar nicht beteiligt war, was ich jetzt für mich persönlich ausschließe als Position. Aber das hat ja durchaus auch seine Vorteile, wenn das sozusagen nicht juristisch geklärt wird. Ja, auch ich habe dazu eine ganz persönliche Meinung. Ich persönlich finde nämlich, dass die Zeit hier gegen die Hohenzollern läuft. Ist ja schon erwähnt worden, dass sich die Fachhistorikerinnen und Fachhistoriker sehr überwiegend einig sind, dass die Rolle der Hohenzollern am Vorabend der Machtergreifung der Nazis eher mal eine schwierige war, sagen wir so, womöglich, man weiß es nicht, muss ja noch gerichtlich geklärt werden, haben sie tatsächlich dem nationalsozialistischen Regime im Sinne des Gesetzes erheblichen Vorschub geleistet. Die juristische Klärung steht natürlich noch aus. Aber man könnte ja sagen, in einem Entschädigungsprozess um einen Besitztum des Nazi-Verlegers Alfred Hugenberg in der Mitte der 2000er Jahre, da gab es schon mal eine Entscheidung dazu. Und zwar hat das Bundesverwaltungsgericht hier gesagt, die Rolle Hugenbergs, er war ein Wegbereiter der nationalsozialistischen Herrschaft und verweigerte deshalb seinen Nachkommen eine Entschädigung. So hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Naja, vielleicht gibt es da ja auch ähnliche Entwicklungen. Aber wie wird sich das Ganze jetzt politisch weiterentwickeln? Du hast ja schon gesagt, die Landesregierung ist sich uneinig. Wie soll es weitergehen
von Seiten der Linken. Was habt ihr vor demnächst? Was soll getan werden? Und was hoffst du, entscheidet denn eigentlich der Landtag, wenn er dann diese Anhörung durchführt? Ja, also wir haben jetzt ein relativ straffes Programm. Dadurch, dass wir das Quorum erreicht haben für die Volksinitiative, haben wir nächste Woche im Landtag im Kulturausschuss eine Anhörung dazu. Das heißt, wir haben nochmal die Möglichkeit, dem Ausschuss darzulegen, was unsere Position dazu ist, was unsere Beweggründe auch dafür sind. Dann, das ist jetzt so ein bisschen langweiliger vielleicht, dann geht es in den Hauptausschuss und der Hauptausschuss legt es dann anschließend dem Landtag, also dem Parlament vor. Ich bin da tatsächlich gespannt, was sich da noch in den nächsten Wochen ergeben wird, was auch sozusagen noch an Position dann vielleicht zutage tritt. Es hat ja schon die ein oder andere Reaktion gegeben von seitens der Kenia-Koalition hier in Brandenburg, als die Nachricht kam, dass unsere Volksinitiative erfolgreich war. Da werden wir, glaube ich, auch noch gut zu tun haben in der nächsten Zeit. Ich wünsche mir natürlich, dass das Parlament sagt, diese Geheimverhandlungen sind zu beenden. Ich wünsche mir sehr, dass es eben zu dieser gerichtlichen Klärung kommt, ob das Haus Hohenzollern dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet hat oder nicht. Weil ich glaube, das ist auch im Diskurs nicht mehr zu klären, sozusagen. Da wird man sich auch nicht mehr einig. Da ist unsere Position klar, da ist die Position von anderen Parteien vielleicht auch klar und da ist die Position des Hauses Hohenzollern klar. Da wird es jetzt, glaube ich, also aus meiner Sicht, ne? Es kann auch immer alles anders kommen, da keine wahnsinnigen Überraschungen geben. Und dann haben wir auch noch das ein oder andere juristische Auseinandersetzung mit dem Haus Hohenzollern. Da ist jetzt gegen mich persönlich die Hauptsache eingeleitet worden durch das Haus Hohenzollern wegen einem Mitgliederbrief aus dem Jahre 2019, wo ihnen auffällt, dass ihnen das jetzt erst zur Kenntnis gelangt ist. Das heißt, da gehe ich davon aus, dass das Haus Hohenzollern und ich uns dann auch vor Gericht sehen werden. Mal schauen. Also die letzte Klage wurde ja zurückgenommen. Vielleicht passiert es hier auch, aber ich habe da wenig Hoffnung, ehrlich gesagt. Und dann werden das eben Gerichte klären. Ja, dann schauen wir doch jetzt mal rüber zu unseren Zuschauerinnen und Zuschauern bei Facebook. Ich verfolge so ein bisschen, was die Leute schreiben. Sie schreiben zum Beispiel, also eine Person sagt, sie haben kein Recht am Eigentum unseres Volkes. Geheimverhandlungen gehen gar nicht bei diesem Thema. Sag mal, Julian, du hast ja auch weiterverfolgt. Was gibt es noch an Rückmeldungen? Was gibt es noch an Meinungsäußerungen zu diesem Thema? Gibt es vielleicht sogar auch gegenteilige Positionen, die sagen, die Hohenzollern waren eigentlich Widerstandskämpfer? Könnte ja sein, wer weiß das schon. Gibt es noch andere Positionen dazu? Ja, dass die Hohenzollern Widerstandskämpfer gewesen sein sollen, das habe ich jetzt nicht aus der Kommentarspalte herauslesen können. Natürlich beschäftigen viele, also geschichtliche Fragestellungen sozusagen, die Diskussion, unter anderem auch, wie die Republik Österreich anders in dieser Frage umgegangen ist mit den möglichen Entschädigungsforderungen der Habsburger. Ich selbst bin ja auch Österreicher. Sonst, glaube ich, werde ich euch nicht überraschen damit, dass diese Forderungen, die Entschädigungsforderungen der Hohenzollern in den Kommentarspalten, gelinde gesagt, nicht auf große Gegenliebe stoßen. Soweit von mir. Jo, also unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sind relativ klar der Meinung, das wäre so gewesen, doch krasse Position, nämlich, dass die Hohenzollern dem nationalsozialistischen Regime erheblich Vorschub geleistet hätten. Naja, mal sehen, ob das die Gerichte auch so sehen. Wir fassen zusammen, was ist eigentlich passiert? Ich habe heute mit Anja Meyer gesprochen und wir haben festgestellt, die Hohenzollern machen Entschädigungsforderungen geltend und zwar in relativ brachialer, knallharter Art. Wenn es Meinungsäußerungen gibt, werden da jeweils Klagen angestrengt. Und nun ja, dabei gibt es aber schon auch Forscher, Historikerinnen und Historiker, die sagen, vielleicht sind sie doch vom Lastenausgleichsgesetz gar nicht erfasst und haben gar keinen Anspruch auf Entschädigung. Das werden aber die Gerichte klären. Und viele Menschen sind jetzt nicht nur in Anbetracht der Prozessflut
durchaus auch angepiekst. Und vielleicht befassen Sie sich ja auch noch ein bisschen mehr mit der Geschichte der Hohenzollern und finden da noch das eine oder andere raus. Wir haben jedenfalls noch interessante Debatten vor uns. Oder um in der Fußballersprache zu bleiben, wir hoffen auf den Heimsieg. 1:0 steht es ja, aber die Hauptsache steht noch aus. Und wir wünschen hier als Partei, ich wünsche dem Landesverband Brandenburg, der Linken, aber auch Anja Meyer selbst persönlich viel Erfolg bei den anstehenden Auseinandersetzungen. Unsere Unterstützung hast du. So, und ich gebe jetzt noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Woche. Da geht es um Gespenster. Wir hatten jetzt gerade schon Gespenster, aber es gibt neue Gespenster, nämlich es geht um das Gespenst des Kommunismus. Zum ersten Mal, als dieses Gespenst des Kommunismus unter der Decke hervorkam, das war vor 150 Jahren in der Pariser Kommune. Und da habe ich mir jemanden eingeladen, der sich damit auskennt. Das ist nämlich der Alain Rouillet. Er ist Franzose, er ist Kommunist, Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs, Germanist und kennt sich mit dem Thema aus. Ich habe ihn eingeladen und wir werden mal schauen, wie vor 150 Jahren die Leute versucht haben, in der Pariser Kommune mehr Gerechtigkeit zu erkämpfen. Also seid bis dahin wieder da. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und hoffe, dass die Gerichte weise urteilen.